Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für diese erste Woche, für die kommende Woche, für dich steht. Ja, schauen wir mal zusammen. Interessant. Die Karte der Narr kam ein bisschen vielleicht in Blockade, aber wir schauen jetzt, was das hier heißt, ja? Hinter dem Deck habe ich sechs der Münzen. Eine interessante Energie, Krebs, sechs der Münzen. Und irgendwie, es gibt hier eine interessante Sache. ich muss erst mal schauen, weil ich spüre hier schon eine Person. Du wirst in dieser ersten Woche September mit einer Person zu tun haben. Eine Person, die sehr viel Ego zeigt, also einen großen Ego zeigt, möglicherweise eine sehr manipulative Energie, kann sehr gut manipulieren, auch eine starke Anziehung zeigt hier, aber eine Person, die natürlich mehrere Optionen hat, das habe ich auch gespürt mit dieser Sechs der Münzen. Es gibt hier eine Person, die mehrere Optionen hat, einen großen Ego zeigt tatsächlich und etwas manipulativ ist. Ja, diese Energie habe ich hier. Möglicherweise, Krebs, möglicherweise gab es hier bereits ein Ende oder gab es schon einen Schluss. Es gab tatsächlich hier ein Ende. Sternzeichen Skorpion bei dir sehr präsent. Sternzeichen Waage, Löwe, Wassermann. Ich habe nämlich viele Sternzeichen da, aber gut. Es gab hier schon bereits ein Ende mit einer komplizierten Person oder Situation. Da wir ab dem 9. September mit dem rückläufigen Merkur zu tun haben werden, heißt das für viele von uns, dass Menschen von der Vergangenheit wieder zurückkommen. Ja? Genau. Wieder zurückkommen. Diese Person, die wir hier haben, kommt zurück in diese erste Woche September. Aber diese Person hat sich nicht verändert. Ja? Also ich sehe hier eine Person, die eigentlich genauso geblieben ist, mit einem großen Ego. Deswegen ist ja wahrscheinlich die Karte der Narr in eine Blockade gekommen, weil ich denke, mit dieser Situation hast du dich schon bereits befreien wollen. Ja, aber noch nicht so richtig geschafft. Irgendwie die Person kommt wieder. Denn diese Befreiung, die ich hier spüre, Krebs, hast du schon irgendwie gefühlt und gehabt. Aber irgendwie nochmals in eine Blockade, irgendwie ist eine bestimmte Situation hier, wiederholt sich nochmals. Denn eine Person hier ist sehr leidenschaftlich, sagen wir mal so. Schau mal bitte, welche Karten gekommen sind. Also ich habe hier die Karte die Gerechtigkeit, eine Königin der Stäbe, siebende Kelche. Siebende Schwerter habe ich nicht so weit weg. Ja? Siebende Schwerter habe ich nämlich auch da. Also die Nummer 77, siehst du, ist ja hier präsent. Ich spüre hier deutlich, Krebs, und Entschuldigung, wenn ich mich so oft wiederhole, in mehrere Legungen, aber bei dir spürt man eine starke karmische Situation. Und wenn ich eine karmische Situation sage, rede ich über eine toxische Beziehung, die entweder mit einer dritten Person zu tun hat oder eine Dreierbeziehung hier gibt. Ja, also die Gerechtigkeit zeigt sich bei dir.
Warte mal kurz, in welche Sternzeichen? Ich glaube, das war beim. Ich bin mir nicht sicher, ob das Löwe war oder Jungfrau. Auf jeden Fall, die Gerechtigkeit ist da. Wir haben hier mit dem Schicksal zu tun, mit einem karmischen Schicksal irgendwie. Und eine Prüfung gibt es diese Woche. Es gibt eine Prüfung, eine Lektion, die wir nochmals, durch den wir nochmals gehen müssen. Warum? Weil, wie gesagt, jedes Mal, wenn dieser rückläufige Merkur da ist, diese Exes kommen zurück. Obwohl manche kommen ständig sowieso zurück, muss nicht unbedingt diesen rückläufigen Merkur da sein oder nicht. Aber gut, gerade da bei diesem rückläufigen Merkur, Exes oder Menschen, mit dem wir einen Karma irgendwie da zu spüren haben, kommen zurück. Ja, und das ist mehr eine Prüfung. Es gibt hier mehr eine Prüfung, eine Lektion, als eine Sache, die fürs Leben ist. Diese Situation, die ich hier bei dir sehe, Krebs, ist nicht eine Situation, die fürs Leben sein soll. Das ist eine karmische Situation, eine toxische Situation, die oft mit Dreierbeziehung zu tun hat. Ich sehe hier eine Person, die nicht nur sehr karmatisch ist und in diesem Leben noch sehr viel Karma mit sich hat, sondern eine sehr eifersüchtig ist. Sehr manipulativ sein kann und deutlich eine Person, die trotzdem auch Optionen hat. Ich meine, okay, Optionen. Optionen haben viele Menschen, haben Optionen, ja. Aber es kommt darauf an, was man ja, wenn man in einer Beziehung ist oder in einer Partnerschaft ist, was man darauf macht, ja. Ich kann in einer Beziehung sein oder ja, und trotzdem Optionen haben, aber ich lehne es ab oder mich interessiert das alles nicht, weil ich bin mit meinem Partner, ja. Es kommt darauf an, was man darauf macht. Aber wenn diese Karte kommt, will natürlich was anderes bedeuten, will was anderes tun, ja. Also die Person hat tatsächlich andere Optionen, mehrere Optionen, natürlich. Und sehr wahrscheinlich, Krebs, du bist eine Option mehr für diese Person. Es klingt nicht schön, aber ich befürchte, es sieht so aus. Ja. Feuerelement, Sternzeichen Löwe, Widder oder Schütze. Präsent, sehr präsent sogar bei dir. Aber muss nicht für diese Energie reden, kann natürlich für die Energie der Person einfach nur sein. Ja. Auf jeden Fall sehr viel Karma zu spüren hier. Sternzeichen Fische. Auch hier zu spüren. Ne? Fische, Skorpion. Sehr stark. Waage, Löwe, wie ich dir gesagt habe. Augenblick, Krebs. Auf jeden Fall, ich rede die ganze Zeit über eine bestimmte Situation, die man beendet hatte. Hier gab es schon ein Ende irgendwie. Aber ja. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Krebs. Das ist erstaunlich, sage ich dir. Die Karte die Sonne, sehr interessant sogar, weil die Karte kam vorher auch, habe ich auch vorher gesehen, hinter dem Deck. Also, ja, Sternzeichen Löwe bei dir sehr präsent, wie du siehst. Aber ja, ich sehe natürlich hier Klarheit. Ja? Also ich sehe schon Klarheit. Aber Krebs, schau mal bitte, was wir in der Mitte haben. Die Karte der Mond. Es ist wirklich sehr interessant. Sehr. Die Karte der Mond für dich in der Mitte spricht auch für deine Energie. Ja, Sternzeichen Krebs ist hier sehr präsent bei dir. Vielleicht hast du auch mit Sternzeichen Krebs zu tun oder ist viel diesen Wasserelement in dir auch. Ich sehe hier natürlich eine dubiose Situation. Eine dubiose Situation, weil die Karte der Mond vieles heißen kann. Es kann vieles heißen. Die Intuition ist auf jeden Fall hier präsent bei dir. Die Intuition, diese erste Woche September, ist sehr fein. Irgendetwas intuierst du.
Du willst eine Wahrheit sehen, also du magst die Wahrheit zu sehen, aber es ist noch ein bisschen Schatten da, also ein bisschen Nebel. Also ja, ist ein bisschen Nebel da. Du denkst, du weißt etwas, aber irgendwie kommst du noch nicht dahinter, ja. Es gibt eine Ungewissenheit in dieser Karte. Ja, in manchen Fällen, ich rede über Lügen. In manchen Fällen rede ich natürlich über Lügen, ja. Schau mal bitte hier. Krebs, du wirst etwas erfahren, ne? Du erfährst, weißt du, warum ich jetzt fast lachen muss? Weil das ist der Satz von heute. Also der Satz von heute ist, eine Wahrheit kommt ans Licht. In fast allen Sternzeichen, das ist extrem interessant, in fast allen Sternzeichen kam nämlich diese Ass der Schwerter. Sehr interessant sogar. Also dieses Luftelement ist sehr präsent in fast allen Sternzeichen. Ich sehe hier eine Wahrheit, Krebs. Also hier kommt eine Wahrheit ans Licht. Wenn es bei den anderen Sternzeichen so deutlich war, bei dir ist extrem deutlich. Das, was du dachtest, es könnte sein, ich bin mir nicht sicher, ich habe noch ein bisschen. Das, was du dachtest, wo du Zweifel hattest, es kommt eine Wahrheit ans Licht. Also die Klarheit wirst du haben. Du wirst gar keine Zweifel mehr haben, diese erste Woche September. Und es geht um eine Person. Es geht um. Hier habe ich eine Königin der Stäbe. Also, für jeder von uns ist eine andere Situation. Es kommt darauf an, mit welchem Auge oder in welcher Perspektive ich mir diese Legung anschaue. Und es kann für mich eine andere Sache heißen als für dich. Ja. Also, hier könnten wir natürlich über eine dritte Person reden. Für manche. Oder sonst einen direkten Wunschpartner. Es kommt wirklich drauf an. Immerhin reden wir über Energien. Es kann natürlich einen Mann auch sein. Du siehst ja. Auf jeden Fall, es kommt eine Wahrheit ans Licht, Krebs. Ich kann es dir nicht anders sagen. Und es zeigt sich ziemlich, ziemlich interessant. Ja? Ziemlich interessant. Schau mal bitte hier. Die Karte der Familie, 10. Kelche, zusammen mit der Karte der Mond. Es gibt hier eine Situation, die wir nicht sehen können oder die wir nicht verstehen oder Fragezeichen gibt, begleitet mit 3 der Schwerter. Es gibt einen Treubruch, einen klaren Treubruch in eine familiäre Situation, was mit der Familie zu tun hat. Es gibt einen richtigen Schmerz. Ja? Also ich spüre hier gerade einen Schmerz schon, einen Treubruch. Und ja, in manchen Fällen rede ich über eine Treulosigkeit, natürlich. Diese Situation erfährst du diese erste Woche September. Zweifel sind da, Optionen sind da und möglicherweise eine wichtige Entscheidung zu treffen, die vielleicht nicht diese Woche sein wird. Also diese Entscheidung, ich denke nicht, dass diese Entscheidung diese Woche kommen wird. Aber ich sehe hier schon eine wichtige Entscheidung zu treffen, wo du dir Zeit nehmen wirst, um hier diese Entscheidung zu treffen. Du wirst dir Zeit nehmen, ja? Weil vorerst sehe ich hier mehr Nebeln. Also irgendwie das Gefühl hier ist, eine Person träumt. Oder eine Person sieht die Realität nicht so, wie die ist. Nochmals, dieses Gefühl bei dir gerade ist wie bei also könnte von Sternzeichen Fische reden. Von einem Sternzeichen Fische, wirklich. Ich weiß nicht, ob du mit diesen Sternzeichen zu tun hast, aber ich spüre dieses Gefühl gerade.
Die Sache ist, hier gibt es ein Gefühl von einer Person, die träumt, aber wach. Ich bin wach und ich träume. Ich kann die Realität nicht so sehen. Momentan sehe ich nur Nebel oder ein Zweifel. Es gibt Zweifel, deutliche Zweifel. Deutliche Zweifel, was soll ich machen? Was soll ich machen? Deutliche Zweifel. Ja. Und irgendwie nochmals, vieles in der Luft und nichts Richtiges. Man spürt hier dieses Gefühl, ja. Also ich habe viele Wünsche, viele Träume, aber alles in der Luft und nichts Richtiges in der Hand. Krebs, kann das sein, dass wir diese Energie für dich die vorherige Woche schon hatten? Kannst du dich da erinnern? Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl bekomme, dass wir in diese vorherige Woche, die letzte Woche, Monat August, warte mal kurz, ja, auch diese Energie hatten bei dir. Es kann nicht wahr sein, oder? Dass wir dieses Gefühl haben, es wiederholt sich noch an dieser Situation. Ja. Wo ich gesagt habe, hier muss man vielleicht aufpassen mit dieser Situation. Weil es ist mehr eine Illusion. Es ist eine Illusion. Es hat mit der Realität nichts zu tun. Für manche rede ich hier über eine bestimmte Krankheit. Ja? Was mit den Emotionen zu tun hat. Also vielleicht Menschen, die irgendwie es nicht, die Realität von den Träumen nicht unterscheiden können. Für manche ist das hier für mich tatsächlich vielleicht spricht für eine Krankheit, was mit den Emotionen zu tun hat. Emotionell gesehen, eine emotionelle Krankheit irgendwie gibt es hier. Ja? Spricht natürlich nicht für allen Krebs, es ist nur für eine bestimmte Gruppe, aber das spüre ich hier sehr stark. Es gibt hier eine Gruppe, die nicht vom lauter Nebel nicht die Realität sehen können. Es gibt hier diese karmische Situation bei dir, Krebs, sehr stark sogar. Und diese Zweifel. Schau mal bitte, also zwei der Münzen, Ass der Schwerter, Puppe der Münzen. Kinder sieht man natürlich hier, gut, Familie sieht man ja hier, Familie, Kinder. Aber ich sehe schon eine Situation, die dich begeistert, eine neue Person, eine neue Situation, die dich irgendwie, wo du dich fokussierst, die eine Person, die für dich sehr wichtig ist oder du idealisierst. Krebs, Achtung hier jetzt. Also tatsächlich spüre ich hier eine Idealisierung von einer Person. Und das ist falsch. Falsch. Ja, es gibt keinen Mensch, den wir idealisieren können. Wenn wir das machen, ist gefährlich, weil wir stellen irgendeine Person in einen höheren Platz als wir selbst. Da spürt man, diese Selbstliebe ist hier nicht zu spüren. Die Selbstliebe ist nicht da. Deswegen idealisiert man eine Person. Es gibt hier ein Gefühl von, ich muss mit mir selbst erstmal arbeiten. An mir selbst arbeiten. An meine Emotionen. An meine Emotionen. Krebs. Solange wir an diesen Emotionen nicht dran arbeiten, es wird sich nie die richtige Person in unserem Leben ergeben, denn wir sind nicht dafür vorbereitet. Wir werden viele Träume haben, das schon. Viele Träume, viele Illusionen, viel Idealisierung, aber es wird da bleiben, in dieser Luft. Es bleibt in der Luft und nichts Echtes. Es kommt nichts auf die Realität.
Es gibt hier eine Enttäuschung, ja? Eine klare Enttäuschung von einer Idealisierung. Krebs, obwohl ich weiß, dass ich mich sowieso sehr oft wiederhole, alles wird natürlich einen Grund haben, warum das so ist. Ich kann dir nur halt sagen, dass tatsächlich idealisiere nicht oder überlege für dich selbst, woran kommt es, dass man hier so oft Menschen idealisieren muss und dann immer wieder eine bestimmte Situation in deinem Leben sich wiederholt. Es wiederholt sich immer wieder die gleiche Situation in deinem Leben, Krebs, weil du immer wieder die gleichen Verhaltensmuster hast. Man musste schon uns, also die Verhaltensmuster oder Glaubensmuster verändern. Es ist sehr wichtig, dass man hier das macht. Man wartet auf die Person, auf die richtige, die perfekte Person. Und das existiert nicht. Es gibt keine perfekte oder ja, es gibt es nicht. Diese familiäre Situation spüre ich hier in manchen Fällen nochmals nochmals habe ich dir ja gesagt, eine Person, die nochmals zurück möchte, habe ich dir ja sowieso gesagt. Und das ist hier eine starke karmische Situation, wo du erstmal deine Zweifel sind da, dieses Gefühl von Durcheinander ist hier. Du wirst tatsächlich diese erste Woche September etwas durcheinander sein. Die Realität kannst du nicht sehen. Du kannst die Realität nicht klarer sehen. Das Gefühl zeigt sich hier. Irgendwie ich denke natürlich, Krebs, erstmal, das wird so sein. Ich denke aber trotzdem, ich denke, du machst sowieso früher oder später, ich weiß nicht, wie viel Zeit das hier jetzt nimmt, weil du hast es gesehen, diese Karte wiederholt sich auch in deine vorherige Legung, in der gleichen Stelle sogar. Kann es überhaupt möglich sein? Auf jeden Fall, diese Situation, spüre ich, wiederholt sich von vorherigen Wochen. In diesem Zustand von irgendwie Illusion oder keine klare Realität. Ich denke, früher oder später triffst du schon eine endgültige Entscheidung und du fokussierst dich um was Neues. Du bekommst schon eine Klarheit in eine bestimmte Situation mit einer Person, die du natürlich kennst. Eine Person, die zwei Gesichter hat, ja? Eine Person, wie ich dir gesagt habe, die immer wieder kommt und geht. Du bekommst da Klarheit und ich denke, du machst hier schon einen Schluss. Also Stier, Steinbock, Jungfrau, hier auch präsent, vielleicht Altersunterschied. Ich denke, du fokussierst dich auch in eine Zukunft, ja, aber es gibt noch eine starke karmische Situation bei dir präsent auf dem Tisch, was für manche mit einer familiären Situation auch zu tun haben kann, aber zeigt sich ja sehr karmisch, ja, sehr toxisch, diese Sache. Und es gibt hier eine Prüfung für dich, Krebs. Die Prüfung ist da. In manchen Fällen reden wir für manche über eine juristische Kommunikation oder eine Kommunikation, die von Behörde kommt, von irgendeiner Behörde oder irgendeine Sache zeigt sich hier auch. Weil für manche rede ich hier ja natürlich für eine Scheidung oder eine Trennung irgendwie. Es gab hier eine Scheidung, eine Trennung und irgendwie es kommt noch diese Kommunikation da. Ja. Für manche hat das natürlich auch mit der Arbeit, dass man hier schon einen Schluss mit einem vorherigen Arbeitgeber vielleicht kann möglich sein, aber sehe ich nicht unbedingt so sehr. Ich sehe mehr eine tatsächlich familiäre Situation hier. Eine familiäre Angelegenheit, die mit mehreren Optionen hat. Also dritte Personen, tatsächlich. Und es gibt hier eine Person nochmals, die sehr eifersüchtig ist, die nicht mit der Wahrheit geht. Und es ist irgendwie,
Jetzt verstehe ich, warum der Narr in eine Blockade kam, ja? Der Narr. Also es gibt hier ein klares Gefühl von Befreiung. Man möchte sich tatsächlich befreien, aber es ist noch nicht möglich, weil die Karte, die Gerechtigkeit, prüft dich wieder mal. Es kommt hier nochmals eine Prüfung. In welchem Bereich in deinem Leben oder in welcher Situation, egal was, es gibt hier eine Prüfung. Ja, so sehe ich das nämlich. Augenblick bitte. Ja. Ich denke, das ist, was ich hier sehe, Krebs. Also, ich meine, dass man die Karte der Mond in der Mitte direkt hat, ist sehr interessant. Also, die Emotionen sind hier in dieser Legung stark präsent. Eine emotionelle Situation spürt man hier sehr stark. Und in manchen Fällen, nochmals, in manchen Fällen sollte man vielleicht sogar für eine Gruppe hi sich Hilfe von außen nehmen, von Fachmenschen vielleicht sogar, dass man von Fachmenschen sich Hilfe holt. Weil nochmal spüre ich hier eine Situation von die Realität nicht unterscheiden zu können. Also woran das liegt, weiß ich jetzt nicht, Krebs, aber das ist, was ich hier sehe, ja. Also das ist hier, was ich hier spüre. Und damit man sich auch von diesen ganzen Situationen befreien kann, endgültig. Weil du bist kurz davor, also kurz davor bist du, um einen neuen Zyklus anzufangen. Du bist ja, aber es gibt noch eine Situation hier. Krebs, interessant deine Legung, ich kann es ja nicht anders sagen. Interessant, sehr interessant. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was das hier überhaupt für dich bedeuten soll, für diese neue Woche. Und wie du siehst, ich denke immer noch nach, was ich dir vielleicht noch sagen kann oder ob ich mir was noch was einfällt. Aber ja, deswegen mache ich ab und zu mal diese Pause oder manchmal sogar wiederhole das Gleiche 10-mal. Nur weil ich halt Zeit machen möchte, aber ob ich was anderes sehe, aber ich kann hier wirklich nur das, was ich dir gesagt habe. Also Sternzeichen Waage, sehr präsent sogar bei dir. Sternzeichen Waage, Krebs natürlich, Fische, Stier, Steinbock, Jungfrau, Löwe, Wassermann, Skorpion. Aber soll dich nicht beeinflussen, weil Luftelement ist auch da, Zwilling. Ja, also die Karte, die mir gefällt hier in diesen Mischungen, ist natürlich Ast der Schwerter. Weil ich sehe ja, dass man hier früher oder später, weil vielleicht nimmt ein bisschen Zeit, aber man kriegt hier eine Erleuchtung oder eine Klarheit. Und auf jeden Fall, irgendeine Wahrheit kommt es hier. Ja, also irgendeine Situation kommt hier klarer. Und Gott sei Dank. Weil das hier zeigt sich ziemlich durcheinander. Diese Emotionen hier sind nicht gut. Man spürt hier einen Durcheinander. Genau. Und was ich hier sagen würde, wie ich dir gesagt habe, Krebs, also lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. Lass dir von entweder Fachmenschen helfen oder sonst von Freunden oder Bekannten oder irgendwie einer Person, die vielleicht dir ein bisschen behilflich sein kann, mit dem du zumindest reden kannst, ja? Eine Person, mit dem du reden kannst über deine Emotionen, damit irgendwie vielleicht du hier Klarheit bekommst. Krebs, so zeigt sich die Energie für diese erste Woche September. Ich bin genauso gespannt wie du. Ich danke dir für deine Likes, deine Abos und wir schauen weiter, Krebs, ja? Dankeschön. Tschüss.